Mach's gut, bis Mach's morgen. Mach's gut, bis morgen. Wir sehen uns. Ein schwarzer Kanacke, was machst du hier schon wieder? Verschwinde, Mann! Es ist ein Video gemacht, um aufzurütteln, um Stellung zu beziehen, zum Nachdenken anzuregen. Durch eine fiktive Geschichte, reale Meinungsumfragen und Musik wird das Thema Toleranz in den Mittelpunkt gerückt. Toleranz, was ist das, was fehlt in diesem Land? Sind es Geld, Waffen, Angst oder ist es Toleranz? Ein bisschen Liebe, ein bisschen Gefühl und all die Kriege. Und sie sind die Produzenten, Regisseure, Schauspieler, kurz die Macher des Films. Sechs Schüler des Humboldt-Gymnasiums Gifhorn, die in ihrem Spot Eindrücke aus ihrer direkten Umgebung thematisieren. Es betrifft uns insofern, dass wir eben mitbekommen haben, dass in Gifhorn, dass es da mehrere rechtsextreme Gruppen auch gibt und so weiter und eben niemand darauf aufmerksam gemacht wird. Also dass einfach keiner davon eine Ahnung hat und dass viele immer noch so damit so locker umgehen, dass es irgendwie sagen, dass es keine Nazis gibt und so weiter. Und wir wollten einfach zeigen, also in Gifhorn gibt es Nazis und wir müssen dagegen auch was machen. Das Video der sechs Jungs ist ein Beitrag für einen Schülerwettbewerb gegen Ausgrenzung mit dem Titel 361 Grad Toleranz. Jörn Menge von der bundesweiten Initiative Laut gegen Nazis hat ihn gemeinsam mit einer großen Internetplattform ins Leben gerufen. Das Thema Ausgrenzung ist ein alltägliches Thema. Die Leute möchten sich nach Möglichkeit nicht damit beschäftigen. Genauso Rechtsextremismus, Rassismus, das sind immer so Negativthemen, die aber wichtig sind. Mehr als 350 Videos wurden seit August auf der Internetplattform zum Thema Toleranz hochgeladen. Doch es ist wie bei jedem guten Wettbewerb. Den Hauptgewinn, ein Exklusivkonzert der Band Silbermond an der eigenen Schule, kann nur ein Projekt gewinnen. Als Schulleiter Horst Wiweza heute Mittag den 12. Jahrgang seines Gymnasiums in der Pausenhalle versammelt, ahnen die Schüler nichts. Auch nicht die Produzenten des Spots. Doch dann lässt Jörn Menge die Bombe platzen. Ihr habt mit eurer Schule bei dem Videowettbewerb von YouTube 361 Grad Toleranz gewonnen. Der Rest ist Jubel und Stolz, es mit dem eigenen Videospot auf Platz 1 in ganz Deutschland geschafft zu haben. Und für die sechs Gifhorner Gewinner steht schon jetzt fest, der Film zum Thema Toleranz soll nicht ihr letzter gewesen sein.